Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Unbound. In der letzten Folge waren wir hier in diesem wunderschönen Versteck der Schatten. Und heute dürfen wir anscheinend das Versteck vom Licht des Ruins suchen. Das soll hier hinten, glaube ich, sein. Ja, ich würde sagen, wir fliegen jetzt aber einmal in die Stadt hier. Nach Dihara City, weil da gibt es, glaube ich, eine Arena. Ich will mal gucken, ob wir noch die vielleicht noch machen können. Wahrscheinlich müssen wir die sowieso machen, bevor es weitergeht. Vermute ich jetzt mal einfach. So. Alles klar. Dann sehen wir uns das mal an. Wo war die Arena? Hier? Ja. Oh, Elektro. Hey Champ, es ist eine Weile her. Nimm das frische Wasser. Dankeschön. Galavan benutzt gerne Elektro- und Stahl-Pokémon. Okay. Oh nein, was? Ich kann keine Boden-Pokémon einsetzen. Alle Pokémon mit Elektro- und Stahl-Typ fliegen direkt. Du kannst ja also mit Bodenattacken nicht treffen. Okay. Fantastisch. Das hört sich ja schon mal nach Spaß an. Du kannst sie nicht treffen mit Bodenattacken. Toll. Also ich muss die Dinger hier runterkriegen. Alles klar. Dann sehen wir uns das doch mal an. Oh, das geht nicht dahin, wo ich hin wollte. Okay. Hi. Der Boden ist Elektro. Hier ist der Boden nicht Lava, er ist Elektro. Also magnetifiziert. Ja, fies, dass ich so ein Ding jetzt nicht treffen darf. Flammenwurf und gib ihm. So, Freunde. Die Zeit für Flambirex ist gekommen. Auf Wiedersehen. Das Schöne ist, Stahl-Pokémon sind alles so schwer, da werde ich mit allen Attacken viel Schaden machen. Okay, hier komme ich nicht weiter. Was ich fies finde. Dass man auch noch abstürzen kann. Wie nervig ist das denn? Alles klar. Oh! Da kann man drüber laufen. Ist das Absicht? Wahrscheinlich. Okay. Er sagt mir, was die Glühbirne tut, wenn ich ihn besiege. Na dann. Ja, ich weiß, es schwebt. Alles schwebt. Weg damit. Ah ja, nette Pokémon hat er dabei. Nette Pokémon. Oh, es hätte einfach... Oh nein, Robustheit. Okay, es hätte gereicht, wäre Robustheit nicht gewesen. Weg damit. So, was macht die Birne? Ich finde schon raus. Ja, okay. Das habe ich mir tatsächlich beinahe schon gedacht. Dann gehen wir mal weiter. Ein Item. Eine Arena, in der es Items gibt, das ist... faszinierend. Das ist mal was Neues, würde ich sagen. So. Wo geht's denn jetzt weiter? Geht's hier drüben vielleicht weiter? Nein. Musst du eigentlich die ganze Zeit beschleunigen hier, weil sonst bist du verrückt mit dem ganzen über Plattformen fahren. Ah, jetzt komme ich hier durch. Okay, alles klar. Nächster Typ. Luca, er hat... okay, alles klar. Was machen wir denn dagegen? Nicht schwerer? Oh, es ist schneller. Schade. Aber ich bin schwerer. Sehr schön. Können wir mal schön leveln hier. Was
habe ich denn da drauf für Attacken? Eigentlich Konfusstrahl könnte ich dafür wegmachen. Ist wahrscheinlich sinnvoller als ein Konfusstrahl, wenn ich ehrlich bin. Yay, Blauli Level 60. Blauli bringt nur nichts in diesem Kampf, weil seine Bodenattacken leider nicht treffen. Was fies ist. Sehr schön. Oh Mann, ist eine blöde Arena hier. Ich heile mal eben mit meiner Milch. Davon habe ich ja noch mehr als genug übrig. Dann gehen wir mal zuerst den hinteren Weg. Okay, sie dreht sich direkt um. Sehr schön. Sehr nett von ihr. Ein süßes Pokémon. Ich habe nur schlechte Neuigkeiten. Oh, plus Spezialeingriff. Oh, das bringt sicher was. Bei so einem blöden Gräfer-Pokémon, das nicht mehr entwickelt ist. Fantastisch. Es ist schneller und es setzt den nervigen Superzahn ein. Wofür habe ich geheilt? Für gar nichts. Oh. Superzahn, es sollte verboten werden. Das ist einfach nur nervig. Hi. Oh, er hat den Boden entwickelt. Wie schön für ihn. Okay, es schwebt. Und er hat X-Spezialangriff eingesetzt. Das ist ja schön für ihn. Ich hoffe, er freut sich. Okay. Was hat er noch für Pokémon? Bronzong. Bronzong ist eine Nervensäge. Hm, Bronzong, weißt du Bescheid? Nervig bist du. Ja, das macht natürlich nicht so viel Schaden. Oh, wow. Ich hoffe, du bist selbst beeindruckt von deinem Schaden, den du gemacht hast. Wow. Und weg mit Bronzong. Wenn ich jetzt theoretisch Erdanziehung einsetze. Heißt die Attacke so? Jedenfalls die Attacke, mit der die Pokémon, mit der die Gravitation schwerer... Nein, warte. Es gibt auch die Attacke, mit der die Pokémon, die Flug-Pokémon auf dem Boden landen. Wie heißt sie denn? Mit der sollte das ja möglich sein, dann theoretisch, oder? Hi. Oder nicht. Oder geht das dann drüber? Oh, süß. Ach, das Problem mit dem Pokémon ist natürlich, dass es die Fähigkeit haben kann, dass Feuerattacken nicht sehr effektiv sind. Also, beziehungsweise nicht so viel Schaden machen. Das ist ungut. Oh, süß. Voldoball. Nicht mal ein Elektroball. Nein! Oh nein, das ist nicht mehr zu brauchen. Er hat es kaputt gemacht. Er hat meinen Flambirex kaputt gemacht. Oh, mein Attack ist sowieso leer. Na gut. Krieg ich aber noch ein Level up? Nee. Das ist ja gemein. So. Eigentlich habe ich kein anderes Pokémon für diese Arena. Wenn ich mir das so ansehe. Am besten gehen wir zurück und heilen. Oh, ist das hier viel durch die Gegend laufen. Ich hasse das ja. Es ist vor allem unnötig. Diese weiten Strecken, die ich jetzt laufen muss. So, hier geht's raus. Wenn ich nicht so doof wäre. Und jetzt ist die Pokémon-Center am anderen Ende der Heide. Ah. Einmal durch die ganze Stadt laufen. Guten Tag. Bitte heilen. So. Aber bisher ist die Arena noch okay. Ich bin mal gespannt, was der Arena-Leiter so zu bieten hat. Diesmal wird es ja nicht schlimm sein. Warte, funktionieren eigentlich meine Giftstacheln? Ich meine, macht diese Arena sowieso keinen Sinn wegen Stahl, aber meine Giftstacheln. Würden die dann überhaupt was bewirken? Ich glaube gerade richtig. Also würden die was bewirken, weil die ja alle schweben? Die berühren ja dann theoretisch nicht den Boden. Und hier komme ich, glaube ich, oder?
Boah, ich bin gerade so verwirrt. Ah. Mit der habe ich auch schon gekämpft, alles klar. Ups. Habe ich denn jetzt alle gemacht? Lass mich mal an den Anfang zurückgehen und danach sehen. Ne, die hier ist noch aus. An. Was auch immer. Kommt man hier irgendwo weiter? Wo man vorhin nicht weiterkam? Oder habe ich hier alles gemacht? Ne. Okay, hier habe ich alles gemacht. Alles klar. Das war die Sackgasse. Na gut. Ich hatte ja gehofft, ich komme vielleicht auf der anderen Seite weiter, aber nee. Ich dachte, ich hätte schon alle ausgemacht, aber habe ich nicht. Eine fehlt noch. Die hier. Ja. Mit fehlendem Orientierungssinn immer super. So eine verwirrende Arena. Ist immer gut. Ist klasse. Ich hab Spaß. Dann gehen wir mal hier weiter. Ah, guck mal, da ist noch was. Hi. Oh, falsch. Oh, da kommt man gar nicht weiter. Ich bin in der Sackgasse gelaufen. Oh nein. Das ist ja fies. Oh. Das ist das Problem. Elektro-Pokémon sind schnell. Außer sie sind Ampharos. Dann nicht. Aber die meisten Elektro-Pokémon sind schnell. Außer Ampharos. Luxtra ist, glaube ich, auch nicht mega schnell. Wie man sieht. Autsch. Oh nein, Lux. Oh Mann, ist nicht sein Ernst. Oh, wie nervig ist das denn jetzt gewesen? Wow. Oh ja, Elektroattacken. Perfekt. So hätte ich mir das vorgestellt. Okay. Das war nicht richtig. Also das war schon... Also gelaufen bin ich richtig, aber der Kampf war nicht so, wie ich es wollte. Ich wollte gerade sagen, ist das eine Sackgasse. Oh! Das war ein Pokémon. Huch. Muss ich das jetzt versuchen zu fangen? Eigentlich habe ich darauf gar keine Lust, tut mir leid. Wie komme ich denn dann an das eine fehlende Ding noch ran? Bin ich da oben nicht weitergelaufen? Kann das sein? Das kann vielleicht sein, dass ich hier zum Heilen zurückgegangen bin. Nee, hä? Okay. Jetzt bin ich verwirrt. Da hinten habe ich da alles angesehen. Ja, da gab es nur die eine Glühbirne. Okay, hier habe ich alles gemacht, was man machen kann. Okay. Ja, aber wie komme ich denn zu dem Ding? Man hier weiter? Bin ich... Da war ich doch vorhin schon und habe mich gefragt, ob ich alles schon gemacht habe. Ah! Okay. Na, wenn wir schon mal hier sind, gehe ich eben mal heilen. Brauche ich keine Beleber benutzen. Guten Tag, ich bin schon wieder zurück. Dankeschön. Echt lustig, ich habe für die Arena nur ein Pokémon. Flammirex muss das dann alleine machen, würde ich mal sagen. Kann Flammirex easy. Ja, aber hier komme ich auch nicht weiter. Okay. Leute, ich bin gerade etwas verwirrt. Habe ich irgendwas übersehen? Wir gucken hier unten nochmal. Da muss ich hin, aber wie komme ich da hin?
Hier unten? Nein, hier oben kommt man auch nicht vorbei. Das da hinten war ganz sicher nur eine Sackgasse. Habe ich irgendwas übersehen, wo ich rüberlaufen hätte können? Ach, wir gehen jetzt nochmal alle durch, würde ich sagen. Keine Ahnung. Irgendwas muss ich die ganze Zeit dauerhaft übersehen. Kann ich da hinten rechts rüber? Nein. Wir fangen hier hinten an und dann gucken wir. Ha. Hier war nur eine Sackgasse. Okay. Da unten. Wo kommt man da unten hin? Nirgends. Da war nur das Voltoball. Irgendwo so ein Ding zum Rüberlaufen übersehen haben. Ich kann es mir nicht anders erklären. Ich muss irgendwas irgendwo ganz übel übersehen haben. Die sind auch alle blau? Hm. Da muss das ja hier irgendwo sein. Nein, ich... Da hinten muss ich doch auch irgendwie hinkommen. Aber ich verstehe es nicht. Ah, Leute. Ich hab's rausgefunden. Der eine Typ sagt nach dem Kampf irgendwas von wegen... Kann auch sein, dass man die Teile wieder ausschalten muss. Also habe ich jetzt wirklich hier ausgeschalten, random ausprobiert. Und jetzt ist das Ding hier hinten aus. Das hat mich Nerven gekostet. Ich habe es euch, glaube ich, geschnitten. Also yay. War schön. Auf geht's. Emolga. Ja, dein Emolga. Wie nett. Emolga fliegt. Ah, das wird was ganz Neues für Emolga gewesen sein, dass es fliegt. Ich glaube, das hat es noch nie erlebt. Och nein, ernsthaft? Oh, er ist doch nicht ernsthaft instant, nachdem wir im Pokémon Center waren, wieder paralysiert. Das kann doch jetzt nicht sein Ernst sein. Nervig. So. Wo ist denn Antiparalyse-Zeug? Egal. Hier, nimm das. Meine Güte. Hier ist ein Item. Das ist ein Pokémon. Das ist ein Elektroball. Okay. Sternschauer, nicht von ihm. Wow. Ups. Das war knapp, aber wir haben alles im Griff, Leute. Alles. Komm da erstmal ein Hyperball. Vielleicht. Nee. Vielleicht möchte er jetzt den Hyperball. Nein. Es kann ja nicht sein. Das Ding hat nur noch ein KP übrig, aber er weigert sich. Dankeschön. Mann, Mann, Mann. So. CD haben wir doch was aus der Entwicklungsreihe bekommen. So. Jetzt muss ich wieder groß machen. Jetzt wieder klein. Okay, alles klar. Ab in die Box mit dir. Sehr schön. Na dann. Hier hinten ist nichts. Gut. Komme ich jetzt zu dem einen Ding? Sag mal bitte, damit ich, dass ich da jetzt durch das blöde Ding durchkomme. Und nicht noch irgendwas anderes ausschalten muss, bitte. Nein. Oh nein.
Oh, das war richtig. Okay. So, andere Glühbirne wieder angemacht. Jetzt geht's weiter. Hoffentlich. Ich hoffe es sehr. Ich hoffe, wir sind dann damit fertig irgendwann. Das wäre nämlich sehr nett. Ich bin nämlich damit fertig. Das Rätsel ist nicht irgendwie schwierig gewesen. Es war nur nervig, weil man so viel laufen muss. Wisst ihr, was ich meine? Es ist halt... Es ist nicht schwierig, sondern einfach nur ermüdend. Die ganze Zeit derart große Strecken laufen zu müssen. Und die ganze Zeit warten zu müssen, dass diese blöden Aufzüge einen sonst wohin fahren. Das ist einfach anstrengend. Das ist so eine Art Rätsel. Die will man nicht eigentlich. So. Ich würde sagen... Da geht's zum Arena-Leiter. Wir wechseln mal und setzen was anderes nach vorne. Hi. Mein Name ist Galavan. Ich bin der Arena-Leiter hier. Ich bin sicher, du hattest eine harte Zeit, hier durchzukommen, nicht wahr? Nun, es wird 10-mal so schwer, mich zu besiegen. Ha. Alles klar. Ich glaube nicht, dass irgendwas 10-mal so schwer sein könnte wie dieses Rätsel. Aber... Lass uns überraschen. Ach du Kacke. Okay. Na dann. Schwierig ohne Bodenattacken, muss ich sagen. Dadurch haben halt... Elektro-Pokémon keine Schwäche mehr. Das ist ein bisschen ungut. Was hat er denn ein? Togedemaru. War das... Ist das eine Fee? Nein, das ist doch nur Stab. Okay, es ist doch... Nein. Das ist... Okay. Okay. Oh, schön. Es war Mogelhieb. Das ist sympathisch. Wenn du möchtest, dass Leute denken, du bist sympathisch, Mogelhieb sich. Das wird sie sicher von dir überzeugen. Ja, Hypertrank. Für das Mistvieh. Na, wenigstens für nichts Starkes. Kann dieses Pokémon eigentlich irgendwas? Ich glaube, das ist die... unnützeste Pikachu-Variante, die sie jemals gebracht haben, ehrlich. Ja, Pachirisu, aber immer noch besser als das. Als nächstes haben wir Ampharos. 5 Euro, dass das Mega Ampharos ist. Deswegen setzt das auch gegen meinen Drachen ein. Hi. Ja, wer hätte damit gerechnet? Niemand. Vielleicht bin ich sogar schneller. Am Pharos ist langsam. Okay. Ich bin tatsächlich schneller. Yay! Oh. Das Problem ist, mit Eiszahn habe ich so schlechte Erfahrungen gemacht. Bitte sei nicht paralysiert. Oh, es hat nicht mehr überlebt. Ich hätte gehofft, es überlebt. Alles klar. Ampharos. Oh, diese blöden Steine. Bitteschön, ich hoffe, du hast damit Spaß. Nein, du bist ja fies. Ich hab dich nur vergiftet, Paralysis asozial. Glaubt ihr, er weiß, dass Paralyse asozialer ist als Vergiftung? Wow. Meine Frage ist, Mega Knackrack schneller als Mega Ampharos? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, das geheilt. Aber nicht die Vergiftung. Damit bin ich wenigstens diese Runde auf jeden Fall schneller und kann sehr effektiv mit meinem... Ach, es hat nicht gereicht. Aber vielleicht die Vergiftung? Komm schon, Vergiftung. Vergiftung! Okay.
feine Vergiftung an der Stelle. Sehr schön. Elektro... Oh, nee. Das Schöne ist, hier ist es einfach total unnötig, das Ding, weil es gar keinen Vorteil hat, wie sonst immer. Ich meine, es schwebt sowieso immer, also ist es jetzt auch egal. Es ist so nervig wie immer. Oh ja, Drachenklaue kann es, ist klar. Das wird nicht reichen und er wird es erstmal heilen. Oh, aber das wird reichen, oder? Nee, wird's nicht. Nein, er hat es nicht geheilt. Gut, er hat all seine Tränke verbraucht. Finde ich sympathisch von ihm. Sehr schön. Golem kommt zurück. Wir bleiben einfach drin und hauen nochmal drauf ordentlich, würde ich sagen. Ja, flieg nur. Haha, es ist noch nicht vorbei. Naja. Oh ja, die Zitronenbeere. Da kommt die Dampfwalze, in Ordnung. Damit kann ich... Du hast es geschafft, das Pokémon nicht zu besiegen. Ernsthaft? Das hat... Knackkrach hat wirklich überlebt. Das ist richtig traurig gerade, aber okay. Ich beschwere mich nicht. Sehr schön. Mann, du hast mich wirklich erwischt. Der Batterieort nicht mal voll geladen ist. Mir wenigstens voll geladen geben können. Surfen auf Lava und im Wasser. Und Pokémon gehorchen dir bis Level 70. Und die TM. Es ist Voltwechsel. Voltwechsel ist sehr cool. Sehr schön. Ich weiß immer noch nicht, welchen Ohren ich als habe. Steht auch nirgends dabei. Ich kann auch echt nicht umschalten hier. Vielleicht steht es in meinem Cube, auch wenn ich das nicht glaube. Nö. Ja gut, niemand weiß, wie viele Ohren ich besitze. Sehr gut. Leute, ich würde aber sagen... Hier geht's nicht raus. Wir beenden hier die heutige Folge. Haben den Orden gemacht. Ich würde sagen, das passt. Und wir sehen uns dann... Wie lange das dauert. Und jetzt muss ich auch noch zugucken, wie es zurückfährt. Wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Macht es gut. Und ich hole jetzt noch... Wartet kurz. Bevor ich das vergesse. Wir holen von dem Typ hier das Item. Hi. Ja. Sehr schön. Leute, damit beenden wir jetzt die heutige Folge. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, kommt morgen wieder vorbei. Bis dahin, macht es gut und tschüss.